Ja, ich nochmal Thorsten und jetzt kommt nochmal die Ausführung mit Photoshop, also die Glaskugel freistellen im Photoshop. Wir nehmen das gleiche Bild, rechte Maustaste, öffnen mit Photoshop. Photoshop öffnet jetzt dieses Bild auf der falschen Seite. Rüber. So, da haben wir das Bild und wie stellen wir jetzt da die Kugel hier frei? Genau oder ähnlich wie auch bei GIMP müssen wir hier, gibt mehrere Möglichkeiten. Ich nehme jetzt hierfür aber das Zeichenstiftwerkzeug, nehme die STRG-Taste und die Alt-Taste und Windows und zoome hier herein, dass ich die Glaskugel besser sehe. Mit der Space-Taste, Leertaste kann man hier das Bild noch verschieben. Ich zoome hier nochmal weiter rein und fange jetzt an, hier wie gesagt mit dem Zeichenstift hier eine Auswahl zu treffen. Jetzt fange ich hier an und klicke mich jetzt hier um die Kugel herum. Wie auch bei GIMP heißt es, langsam und sorgfältig zu arbeiten. Space-Taste, dass hier dieser Anfasser kommt, dann kann ich hier das ein bisschen nach oben und dann hier eben weiter klicken. Macht das, wie gesagt, einfach mal auf die Schnelle. Hier geht es ja nicht darum, sauber und genau zu sein, sondern einfach nur, um euch die Möglichkeit zu zeigen. Space-Taste, dann kommt dieser Anfasser hier, diese Hand, und dann kann ich das Bild hochschieben und gehe jetzt hier weiter, um diese Auswahl zu treffen, damit wir diese Kugel vernünftig drehen können. Ja, so ein bisschen Übungssache. Wie gesagt, Tastenkürzel ist immer ganz gut, wenn man sich die merkt, dann kann man eben auch viel besser und schneller arbeiten. Und auch hier eher in der Kugel bleiben als außerhalb. Space-Taste und wieder die richtige Position. Dann klicken wir uns hier auf die Schnelle rein, bis wir dann einmal rum sind. So, jetzt habe ich alle miteinander verbunden. Hier müssen wir allerdings mit der rechten Maustaste auf Auswahl erstellen. Also hier Auswahl erstellen. Dann erstellt uns Photoshop hier eine Auswahl. Nochmal hier die Alt-Taste. Also Auswahl erstellen und dann haben wir hier die Möglichkeit, den Radius einzustellen. Hier nehmen wir auch 5 Pixel, wie wir es bei GIMP gemacht haben und klicken OK. Und schon haben wir eine Auswahl unserer Kugel. Ich zoome mal raus. Ja, das ist jetzt unsere Kugel, die wir hier noch verfeinern können. Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Und jetzt machen wir STRG und J. Und schon haben wir eine Ebene 1. Und wenn ich jetzt die Hintergrundebene ausklicke, haben wir hier nur noch unsere Kugel. Und die wollen wir natürlich auch drehen. Da gehen wir hier auf Bearbeiten, Transformieren. Transformieren und gehen hier auf 180 Grad drehen und dann haben wir genau das gleiche wie in GIMP auch. Wenn ich jetzt die Hintergrundebene wieder aktiviere, ist hier praktisch die gedrehte Kugel, Alt-Taste, linke Maus, also mittlere Mausrad drehen und dann seht ihr hier ist jetzt auch die Kugel gedreht. Sieht das Ergebnis genauso gut aus wie bei GIMP.
Wie gesagt, ihr könnt das alles viel, viel sauberer und feiner noch machen. Wenn man nämlich mal richtig reinzoomt, sieht man schon noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, das liegt jetzt an euch, wie genau ihr arbeitet. Ich lasse das hier einfach nur mal so, weil ich es nur zeigen wollte, dass es eigentlich eine relativ einfache Sache ist. Man muss halt ein bisschen üben. Ja, und jetzt könnt ihr das Ganze speichern. Wie das Ganze geht, müsste ja eigentlich auch bekannt sein. Unter Speichern unter. Hier gehen wir auch auf JPEG und nennen das auch mal Test. Legen das auch auf den Desktop ab. Okay, dann schließen wir das hier mal. Und wenn ich jetzt hier mein Testbild sehe, ist das meine Photoshop-Datei. Das war's. Tschüss.